Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. F1 2018, die Karriere. Nachdem wir erst gestern die Karriere in F1 2017 beendet haben, machen wir direkt weiter mit dem Nachfolger. Bevor sich der ein oder andere fragt, warum ich jetzt schon spielen kann, denn der offizielle Release sollte ja erst in einer Woche sein. Das liegt einfach daran, dass der deutsche Publisher Koch Media, die eben die Codemasters-Spiele hier in Deutschland vertreiben, ja, mir eben einen Key jetzt schon zur Verfügung gestellt hat. Also vielen, vielen Dank geht schon mal an diese Jungs raus, da sie mich da unterstützen. Aber so wie ich mitbekommen habe, auch die ganzen anderen Racing-YouTuber, die da so unterwegs sind, haben wir einen Key bekommen. Also das finde ich auf jeden Fall richtig cool, dass wir da auch supported werden und nicht nur die Riesen-YouTuber mit, ja, weiß nicht, Millionen Abos und so weiter und so fort. Das finde ich cool und ich freue mich aber vor allem, dass du hier zu diesem neuen Projekt eingeschaltet hast und ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir kreieren unseren Fahrer, beziehungsweise ich habe schon mal einen vorher kreiert, weil das ist tatsächlich das Erste, was man im Spiel macht. Und ich wollte jetzt nicht diesen Prozess da machen, weil da kommen ja noch Force-Feedback-Einstellungen des Lenkrads dazu und. Das habe ich alles im Vorfeld schon mal gemacht. Aber wir können trotzdem schon mal wählen. Wir können nochmal durchgehen, was es gibt. Es gibt unter anderem den Brandon Lee zur Auswahl. Unser erster Formel 1 E-Sport-Meister. Ja, natürlich fahre ich mit Brandon Lee. Nein, machen wir nicht. Wir können wieder den Mannequin nehmen wie 2017. Ich habe gedacht, komm, wir machen mal eine Veränderung. Und ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht, welcher das jetzt war, wo ich jetzt wollte. Irgendeinen habe ich gesehen und dachte, jawohl, der ist cool. Also nicht den, den ich ausgewählt habe. Ich glaube, den hier. Oder der hier? Ach komm, wir nehmen den hier. Ist ja eigentlich egal. Wir können es jederzeit wieder ändern. Das ist genau dasselbe wie in 2017. Auch bei den Helmen haben sie nichts Neues. Also es gibt, sind eigentlich genau die exakt die gleichen Helme. Auch von diesen vordefinierten Helmen sind es wieder dieselben. Und ich würde sagen, wir verlieren da nicht so viel Zeit und suchen uns jetzt einfach mal ganz fix einen raus. Ich bin es gerade mal überlegen. Ich glaube, der hier ist ganz cool. Das Blöde, dass man die nicht als 3D-Modell sieht. Doch, okay, hier sieht man ihn doch ein bisschen 3D-mäßig. Egal. Wir machen mal Farbton, würde ich sagen, machen wir so ein Gelb. Ja, weil ich fahre, oder ich habe ja eigentlich immer einen gelben Helm gehabt, wenn es geht in der Karriere. Und ich fahre ja auch ab dieser Saison für Renault. Das werde ich aber gleich nochmal näher drauf eingehen, warum ich Renault gewählt habe. Ich habe es am Ende der Let's Play-Karriere zu 2017 schon gesagt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was hier ist. Ah, das ist weißer. Was mache ich denn da für eine Farbe am besten? Einfach schwarz, oder? Einfach schwarz. Und das zweite Detail machen wir eigentlich auch schwarz. Aber das ist dann, so, das ist dann zu viel schwarz, oder? Dann machen wir das Detail vielleicht rot. Das ist dann, guck mal, da müssen wir die Luminanz, glaube ich, ändern, ja. Ja, können wir eigentlich machen. So ein bisschen schwarz-rot-gold-mäßig. Mit ein bisschen mehr Gold. Ja, machen wir mal. Ist ja auch egal. Nation lassen wir. Ja, die Nummer 49 lassen wir auch. Wir könnten jetzt zwar vieles anderes wählen. Wahrscheinlich gibt es auch 99 und so, ja, gibt es auch. Aber nehmen wir noch 49, an der Nummer halten wir fest. Name bleibt Ray Pixelheld und Kürzel PXH und Audioname habe ich jetzt einfach mal nichts gewählt, weil das passt alles nicht. Ja, das sind viele Nachnamen, die es jetzt so gibt. Auch viele, die ich kenne mit entsprechenden Nachnamen. Man kann auch unter anderem, cool finde ich, dass es auch Blau und Rot gibt. Ja, erinnert mich direkt so ein bisschen an Pokémon, ja. Aber okay, der Falke, der Glücksblitz, der Habicht, der Ingenieur, der Kapitän, der Oldtimer, der Professor. Ja, also solche Zeugs kann man auch machen. Der Witzbold, oh, das wäre Dave. Dave, der Witzbold, ja, das wäre dein Name, was du zuschaust. Liebe Grüße an der Stelle. Der fliegende Finne, ja, also gibt es alles Mögliche. Aber wie gesagt, ich nehme da einfach nichts, weil ich finde, irgendwie passt alles nicht. Das klingt alles so blöd irgendwie. Es gab als, glaube ich, immer noch so diesen Speedy oder sowas, also wo du so sagen kannst, so ein schneller Mann oder so. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Mr. Monaco ist eigentlich auch geil. Eigentlich müsste ich das machen. Das war das einzige Rennen, was ich letztes Jahr in der Mega-Coop gewonnen habe. Monaco. Ja? Eigentlich müsste ich mich Mr. Monaco nennen. ja, aber dann können wir jetzt nichts machen. Es gibt echt viele Nachnamen, die auch wirklich gut verdreht sind hier im Rot. Aber ja, meiner natürlich nicht. Wobei, Sauer wäre auch nicht schlecht, ne? So. was haben wir noch? Gab es da nicht also so Speedy oder Skip? Okay, Skip. Van der Berg, okay. Vogel, Vogt, Wagner, Walter, Watzenling, Maßner. Ja, unser Rampy vom Kanal, der könnte Walter nehmen. Der heißt Walter mit Nachnamen. Ja, aber sonst, da gibt's nichts. Nee, also wie gesagt, wir nehmen einfach keins. Ich brauche das nicht. Details eintragen, das passt. Und jetzt aber Karriere starten. Ja, ich habe noch nichts eingestellt. Teamauswahl. Wähle jetzt ein Team aus. Jedes Team hat andere Erwartungen und Bedingungen. Wähle also mit Bedacht. So, ja, wie gesagt, ich werde Renault nehmen. Das hat einfach folgenden Grund. Ich habe mir gedacht, ich will irgendein Mittelfeld-Team nehmen. Okay, Renault steht jetzt hier
bei der Top 4, aber man glaube ich kann schon sagen, auch wenn man rechts die Statistik sieht, dass Renault, Haas, McLaren, die sind so in einem Niveau unterwegs und meine Idee ist einfach in dieser Karriere mindestens 2 Saisons zu fahren. Ich denke auch, das ist realistisch, in 2016 und 2017 bin ich auch 2 Saisons gefahren. Und diesmal ist mein Ziel wirklich, beim Team zu bleiben und dieses Team zum Nummer 1 Team zu machen, beziehungsweise zum Weltmeister-Team zu machen. Und ich denke, die ja, logische Schlussfolgerung, beziehungsweise wenn man das ein bisschen in so ein Rollenspiel reinbringen möchte, dann ist Renault auf jeden Fall ein Team, was die Möglichkeiten dazu hat. Denn es ist ein Hersteller, das ist genauso wie das Mercedes-Team oder das Ferrari-Team. Es hat einen eigenen Motor, es hat einen eigenen Chassis, es ist ein komplettes Werksteam. Also warum sollte nicht dieses Team den Weg schaffen können, nach vorne zu kommen? Und mit mir sollte das doch irgendwie möglich sein. Deswegen machen wir das einfach. Wir wählen Renault aus. So, Teamkollege, ja, wählen wir Hülkenberg aus. Ja, ich muss ihn jetzt, glaube ich, richtig nennen. Ja, in der Vergangenheit habe ich ihn immer Hückelberg genannt. Zum Spaß auch. Tatsächlich. Also am Anfang habe ich es wirklich falsch gesagt und dann zum Spaß. Aber jetzt ist er mein Teamkollege. Jetzt muss ich ihn, glaube ich, Nico Hülkenberg nennen. Aber wenn er mir in die Karre fährt, dann wird er ganz schnell wieder zum Hückelberg. So, Karriere starten. Okay, weiter geht's. Was kann man hier noch alles einstellen? Ja, wir machen komplettes Qualifying, wir machen 50% Rennen, wir machen das hier rein, 20% KI-Stufe oder 20 ist absolut richtig. Nein, wir fangen mal mit 100 an. Ich denke, das ist ein großer Anspruch. Ich habe auch schon gehört von unter anderem Dave, dass die KI deutlich schwerer geworden sein soll, obwohl die Schwierigkeitsspanne auch wieder bis 110 geht. Aber ich sage mal, wir machen jetzt 100. Das ist, glaube ich, Herausforderung erstmal genug. In der vergangenen Saison bin ich ja, also in F1 2017, bin ich mit 105 gefahren, bin Weltmeister geworden. Also auch dort hätte ich vielleicht ein bisschen höher fahren können. Aber sei es drum. Rückblenden, ich mache sie mal rein. Ich werde sie aber so gut wie nie nutzen. Dann Autoschaden machen wir komplett. Simulation ist meistens ein bisschen zu übertrieben. Safety Car machen wir rein. Schneiden machen wir regulär. Und Rennbeginn machen wir manuell. Fahrhilfen gucken wir auch mal rein. Die sollten aber schon richtig eingestellt sein. Wir lassen nämlich alles aus. Und ERS-Modus, der ist jetzt neu, den machen wir aber manuell. Den möchte ich gerne selber machen. Auch wenn das wahrscheinlich am Anfang ziemlich schief gehen wird. Aber das wird schon passen. Ich glaube, wir haben alles. Training, Quali, Rennen. Okay, weiter geht's. Da bin ich mal gespannt, was jetzt gleich passiert. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Vorbeischauen. Du willst bestimmt so schnell wie möglich auf die Strecke. Es war ein harter Weg in die Formel 1. Gratulation. Aber jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Das ist Claire, Motorsportjournalistin. Schön, Sie zu treffen. Mich werden Sie diese Saison nicht mehr los. Sie hatten ja eine ordentliche Junior-Karriere. Wie fühlen Sie sich nach dem Aufstieg in die Formel 1? Meinen Sie, Sie haben das Zeug dazu? Warten wir doch mit den Fragen bis zum eigentlichen Interview. Sobald es etwas Action auf der Strecke gegeben hat, habt ihr sicher auch mehr Gesprächsstoff. Wie sehe es zum Beispiel nach FP1 aus? Das passt mir gut. Ich schnapp sie mir, sobald sie durchs Ziel kommen. Denk daran, dass deine Aussagen in den Medien dein Verhältnis zum Team beeinflussen. Sei also vorsichtig. Jetzt ist es aber erstmal an der Zeit, dich mit Karl zu treffen. Er wartet im Rechenzentrum. Viel Glück da draußen. Oh, hallo Karl. Willkommen im Rechenzentrum. Hier haben wir Zugriff auf alle Informationen, wie etwa Wagentelemetrie, Wetter, Rundenzeiten, Reifenabnutzung und so weiter. Und eine direkte Verbindung zur Fabrik haben wir auch. Wir können also jederzeit mit dem Team dort kommunizieren. Du solltest uns regelmäßig über Schwachstellen deines Wagens informieren, damit wir unsere Ressourcen möglichst effizient verteilen können. Je besser das läuft, desto schneller dein Auto. Der Aufwand lohnt sich also. Eine tolle Saison. Oh. Und lass uns gut aussehen, okay? Guck mal, ich habe ein Upgrade bekommen. Willkommen in deinem neuen Team. Hallo. Renault hat bereits mehrere Meisterschaften gewonnen. Und das Team arbeitet fieberhaft daran, an die ehemalige Glanzzeit anzuknüpfen. Es genügt nicht, nur über ein angemessenes Talent zu verfügen. Hier kommst du nur weiter, wenn du bereit bist, für einen Sieg alles zu geben.
Oh, das finde ich aber auch cool, dass sie so nochmal so sagt, hey, du bist bei Renault und die möchten dann die alten Zeit anknüpfen. Also, das finde ich schon mal richtig cool. Was ich sagen wollte, sind viele Eindrücke jetzt am Anfang. Ja, wir haben keinen schnöden Laptop mehr, wir haben jetzt hier richtig ein Rechenzentrum, gegenüber sitzt auch Hülkenberg. Hallo, grüß dich, Landsmann. So, ja, was ich sagen wollte zur Reporterin, also ich habe da jetzt kein Problem damit, ne? So, es ist eine Nette, ne? So, egal. Wir gehen mal hin. Arbeitsplatz. Gehen wir mal ran an die Sache. Okay, wir haben Training 1, 2, 3, Qualifying Rennen. Das ist cool. Also schon mal so schön aufgeteilt. Wir haben Nachrichten. Okay. Also einmal Cyril Abiteboul. Spricht man denn so aus? Ich weiß nicht. Ist der Geschäftsführer. Aufpassen. Hallo Ray. Willkommen im Team. Mit dir und Nico wird das sicher eine fantastische Saison. Meine Tür ist immer offen, falls du irgendwas brauchst. Ja, okay, dann Vertragsübersicht. Guten Morgen. Ich habe dir einen Überblick über deine aktuellen Vertragsbedingungen angehängt. Also, Saisonziel, schätze ich mal, ist es mindestens Qualifying-Platzierung 8, mindestens Rennplatzierung 8er, Fahrerstatus 2, Teamziel einfach. Okay, dann Zielupdate. Hier sind alle Infos über dein neuestes Teamziel. Streng dich an, um es zu erreichen. Das wirft ein gutes Licht auf dich und hilft dem Team mit seinen Entwicklungsressourcen. Okay, schließe 4 Trainingsprogramme ab, verbleibende Rennen, Wochenenden 2. Okay, ich habe 2. Oh geil, und dann kriegst du so extra Boni, Ressourcenpunkt. Das ist ja geil, also so Aufträge sozusagen. Also ich soll 4 Trainingsprogramme innerhalb von 2 Rennwochenenden abschließen. Mein Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. So, Karl hat auch nochmal was geschrieben. Also, guten Morgen, ich habe dir einen Überblick über den Grand Prix an diesem Wochenende angehängt. Wenn Ihnen jemand Fragen haben sollte, findet ihr mich im Rechenzentrum. Also, wir sehen, dass wir 2x Softreifen haben, 5x Supersoft, 6x Ultrasoft. Und der Jeff gibt's auch wieder. Grüß dich, Jeff. Guck mal, der hat sogar jetzt ein Profil. So sieht er aus, der gute Jeff. Grüß dich. Er hat geschrieben. Hier sind die neuesten Wetterberichte. Das Wichtigste in Kürze. Das Rennen sollte trocken ausfallen, aber die Qualifying Session könnte möglicherweise regnerisch werden. Boah, fängt ja super an. Fängt super an, das Wochenende. Gut, hier dann gehen wir mal weiter. Hier findest du alle wichtigen Informationen über deinen aktuellen Vertrag. Auf der einen Seite siehst du die Ziele und Boni, die wir mit dem Team vereinbart haben. Auf der anderen Seite befinden sich Informationen über deinen Ruf im Fahrerlager, deine Reputation in deinem aktuellen Team und deinen allgemeinen Wert für das Team, der eine Kombination all dieser Elemente darstellt. Boah, okay. Also viel PR und so auch noch. Also erwarte Qualifying, ja okay, das haben wir alles. Teamziele, Vertragsboni haben wir noch keine irgendwo. Die werden wahrscheinlich dann auch neu ausgehandelt. Rivalitäten zu gewinnen ist ein guter Weg, den Respekt deines Teams und der Rennstelle zu gewinnen. So können wir bessere Verträge aushandeln. Dein erster Rivale ist immer dein Teamkollege. Aber du kannst dich frei entscheiden, wen du zum Rivalen erklären willst. Je stärker der Rivale, desto mehr Respekt kannst du gewinnen. Oder verlieren. Okay, und dann noch Fahrerdetails. Okay, das sind dann nochmal so Statistiken. Alles klar. Cool. Ja, dann geht's weiter. Da können wir forschen, so wie es ausschaut. Also Forschung halt. Okay, das sieht erstmal jetzt ein bisschen kleiner aus. Also das ist ja Punkt, Punkt, Punkt. Da geht's ja noch weiter. Das ist ja nicht alles. So ein bisschen geheim noch, in welche Richtung es geht. Und was neu ist in F1 2018, ist halt natürlich, dass gewisse Sachen wegfallen könnte. Die können das Reglement ändern. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel neue Kolben forschen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich könnte jetzt die Kolben forschen und dann könnten die sagen, ja, die sind verboten. Ja? Und dann ist das Teil für den Arsch, quasi, ne? Auf gut Deutsch. Und das finde ich schon ganz cool. Wir haben sogar auch schon Ressourcenpunkte, wo wir investieren können. Das machen wir vielleicht auch dann mal noch gleich. Dann haben wir noch, ja, aktiv ist noch nichts, Verlauf, klar, auch noch nichts. Und dann haben wir noch einmal unsere Teile. Und wir haben voll wenig. Warum haben wir so wenig? Hat man da nicht 5 gehabt mal? Ich kenne mich nicht mit Formel 1-Regeln nicht hundertprozentig aus, aber das ist ja okay, das... Trainings. Oh, es gibt extra ein Trainingsgetriebe. Das ist ja geil. So, also hier steht auch nochmal. Das Trainingsgetriebe ist in Sessions P1 und P2 verfügbar, um die Abnutzung des am Hauptgerüst zu minimieren. Ein neues Trainingsgetriebe kann jederzeit straffrei ausgerüstet werden. Das ist cool, aber nur in P1 und P2. Ich hoffe, da macht es automatisch mit dem Hin- und Her-Schwanken. Wäre schon ganz gut. Dann Wochenend-Reifenaufteilung. Das Team wird dir zu Beginn jedes Rechenwochenende sagen. Das ist so ein Schwachsinn. Rennwochenende ist eine Reifentragfähigkeit vorschlagen. Dies gibt dir einen schnellen Überblick
über die Reifen, die für jede Session zugewiesen werden. Du kannst das voreingestellte Gewicht verändern, um zusätzliche Mischungen hinzuzufügen, die besser auf deinen Fahrstil passen. Ja, ein kleiner Hinweis auch nochmal an der Stelle, weil das jetzt viel Gelaber, viel Einführung ist. Ihr seht, wir haben jetzt schon 15 Minuten fast auf der Uhr verbraucht. Es wird heute mehrere Folgen geben. Das heißt, jetzt nicht enttäuscht sein, es wird jetzt in Kürze schon dann gleich die nächste Folge geben. Ich denke mal, ich werde auch unabhängig von der Karriere mal so ein ganz normales 50%-Rennen noch hochladen. Also ihr werdet heute genug Formel 1 bekommen und natürlich auch in die nächsten Tage, beziehungsweise bis zum Release wird es mehr als genug geben. Wird auf jeden Fall eine anstrengende Woche für mich, denn eigentlich ist Gamescom-Woche, ich bin gar nicht zu Hause, das heißt, ich darf in wenigen Tagen sehr viel vorproduzieren, aber ich tue es sehr gerne für euch und für mich natürlich. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal, bevor wir in die erste Trainingssession gehen, oder müssen wir das jetzt vor der ersten Trainingssession machen? Ich weiß es nicht, ob wir jetzt schon forschen müssen. Was wird denn empfohlen? Wenn ich gut wäre, würde ich so investieren. Ja, Motor ist auch sehr schwach, gucken wir mal, wie sieht es hier aus. Also Chassis sind wir ganz gut dabei. Und Aerodynamik sind eigentlich auch ganz gut. Also wenn, dann Motor. Aber ich würde sagen, wir investieren jetzt erstmal in Strapazierfähigkeit, dass das Ding ein bisschen hält. Reduziert den Abnutzungsgrad aller Antriebs- und Getriebekomponenten. Das machen wir auf jeden Fall mal. Upgrade entwickeln. Ist erst in Bahrain fertig. Okay, dann würde ich aber sagen, dann ja, fahren wir jetzt erstmal. Dann machen wir das später. Dann machen wir das später. Weil das jetzt, ich dachte, vielleicht wird das ja vor der ersten Session irgendwie fertig, weil noch die, vielleicht sind wir ja noch gar nicht in Australien, bla bla bla. Ist auch egal. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Fortsetzen. Training 1. Go! Wuhu, ich bin gespannt. Willkommen in Melbourne. Das Training für den großen Preis von Australien dieses Wochenende fängt gleich an. Die Vorbesprechungen sind vorbei. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Fahrer zeigen, was sie drauf haben. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den drei verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen. Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategien. Was hältst du denn von den aktuellen Reifenregularien? Wir haben einige, ich würde jetzt nicht sagen spannende, aber doch zumindest interessante Rennen gesehen. Einige Fragen bleiben aber noch offen. Wie lange kann ein Fahrer mit einem Satz draußen bleiben? Oder kann er durch Aufziehen von ultraweichen Reifen Zeit gut machen? Solche Sachen eben. Wenn alles zusammenspielt, haben wir am Ende mehrere Autos auf verschiedenen Reifen, die sich Rad-an-Rad-Duelle um die besten Plätze liefern. Insgesamt war es definitiv ein Gewinn für den Sport, denke ich. Okay, Garagentutorial. In der gnadenlosen Welt der Formel 1 sind freie Trainings ein wesentlicher Teil jedes Rennwochenendes. Während deiner Formel 1-Karriere kannst du diese Trainings nutzen, um Trainingsprogramme abzuschließen, bei denen du die Strecke kennenlernen und Punkte verdienen kannst, die du dann für die Entwicklung deines Autos investierst. Im Laufe dieser Trainings kannst du auch deine Autoeinstellungen anpassen, um noch ein paar Sekunden Bruchteile herauszuholen. Morning, Jeff here. I'm looking forward to working with you as your race engineer. Hope you've had a good night's sleep, because we've got a lot of work to do today to prep for the season ahead. We're ready to fire up the car, so why not head out and get a few laps under your belt? Ja, ich habe ihn wieder auf Englisch gestellt, finde ich einfach authentischer. Ja, wir gehen zur Session-Info. Und ich würde sagen, wir checken erstmal das. Wollte ich jetzt sagen, das. Warte mal, ich muss gerade mal gucken, wo alles. Upsala, wo alles ist. Hier haben wir das Live-Bild. Hier können wir direkt zu Session 2 gehen. Also guck mal, du kannst direkt sagen, wo du hinspringen willst. Das finde ich cool. Und was haben wir hier noch? Okay, hier sehen wir, wie sich das Wetter verändert zum Beispiel. Sehr cool. Trainingsprogramme haben wir hier. Wir haben einmal eine Streckenakklimatisierung, Reifenmanagement, Benzinmanagement. Dann, das ist neu. Das ist neu, und zwar das Erstmanagement. Das Erstmanagement-Programm testet, wie gut ein Fahrer gesammelte Energie einteilen und diese im Laufe einer Runde effektiv nutzen kann, um mit den anderen mitzuhalten. Das Sammeln von Energie mit dem Erst gelingt am besten durch starkes Abbremsen. Aber auch wenn der Fahrer vom Gaspedal geht. Da ist das Ausrollen eine Technik, mit der experimentiert werden sollte. Die Erst-Einsatzmodi können auf der Strecke über das MFA angepasst werden, um in niedrigen Stufen mehr Energie zu erhalten oder in höheren Stufen zusätzliche Leistung freizusetzen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die effektivsten Bereiche zum Sammeln und zum Einsatz von Energie zu finden und die Balance zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu finden. Ja, das werdet ihr gleich noch sehen. Man kann nämlich erst, so ähnlich wie bei Sprit, haben wir ja Mager, Normal und Fett und im Qualifying noch Max-Mischung. Hier haben wir jetzt bei Erst, gibt es also gar kein Erst-Nutzen, es gibt mittleres Erst, es gibt hohes Erst-Nutzung, es gibt
überholen erst. Und es gibt Hotlap noch als Einstellung. Also Hotlap ist wirklich raushauen, dass es knallt. Wird interessant. Qualifying ist klar. Rennstrategie ist auch klar. Und Teamziele. Okay, das ist eigentlich nichts Neues. Das ist alles ganz cool. Genau. Jetzt muss ich noch gerade gucken, wo ist denn... Ah, hier ist das Setup jetzt mit versteckt. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir machen gleich mal ein benutzerdefiniertes Setup. Einfach so, ich habe keine Ahnung, wie ich es einstellen soll. Aber ich würde mal sagen, in Australien können wir schon ein bisschen mehr Flügel fahren. Deswegen machen wir mal 6 8er Flügel. Wir machen mal vielleicht 60% Diff, 80% ohne Gas. Also ich stelle einfach nochmal so ein bisschen ein, was ich denke, was Sinn macht. Aber dafür, das machen wir ein Training. Ich glaube, da brauchen wir nicht so viel. Noch ein bisschen dezenter. Wobei, machen wir es mal so. Dann, ja, hier machen wir... So. Dann Bremsdruck, da will ich auf jeden Fall mehr haben. Dann machen wir mal 82. 52er Verteilung. Also ich orientiere mich so ein bisschen jetzt an 2017. Ob das jetzt passt, weiß ich nicht. Wie ist es bei den Reifen? Weichere haben eine größere Oberfläche und damit einfach bessere Boden, verlieren aber an Empfindlichkeit bei hoher Ladung. Ein erhöhter Reifendruck kann auch durch Mangel reduzieren. Ein erhöhter Reifendruck deckt auch zur höheren Reifentemperatur bei. Okay, ich mache mal einen Tick weniger und hier Belast auf 8. Wir speichern das einfach mal ab. So, unser erstes Setup. Ich mache jetzt einfach mal S1 für Season 1 und dann Australien. So. Ja, haben wir einfach mal gespeichert. Ob das was taugt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir machen unser erstes Programm und zwar die Streckenakklimatisierung. So, und zwar via Daten und wir fahren selber raus. So, nach 20 Minuten fahren wir zum ersten Mal, aber wie schon gesagt, es wird mehrere Folgen heute geben. Und ja, wir werden natürlich in der TV-Kamera fahren, deswegen wird das Halo-System, was ja ein großes Thema sein wird, nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ja, das ist unser Helm. Der ist oben rot, okay. Das habe ich nicht gesehen, aber ist egal. Dann haben wir jetzt einen roten Helm. Vielleicht passe ich den, wie gesagt, auch nochmal an. Ja, die Motoren-Sounds sind auch nochmal überarbeitet worden. Und was man zur Fahrphysik schon mal sagen kann, man hat viel mehr Grip jetzt. Das ist geil. Zweiter fällt auch bei der Grafik auf. Wir haben einen leichten Blaustich jetzt auf der Grafik. Wirkt aber dadurch, finde ich, realistischer. Auch wenn Rot- und Gelbtöne nicht ganz so krass, ganz so geil rüberkommen. Aber ja, lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, hier haben wir das Ganze nochmal. Das ganze R-System und Spritsystem. Also wir können wieder hier auf Marker stellen. Wir können auf Fett stellen. Wir können aber eben jetzt auch beim R-System hoch überholen, Hotlap, wie schon gesagt, stellen oder eben mittel, niedrig oder gar nicht. Ja, also es gibt hier mehrere Einstellungen. Ihr seht auch immer rechts so eine Zahl beim HUD, was da jetzt eingestellt ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Mittel zum Akklimatisieren. Und dann gucken wir einfach mal, wie es sich fährt, wie das Setup so ist. Was ich jetzt hier einfach mal reingemacht habe. Man merkt, dass sie Strecke noch nicht so viel Grip hat. So, DRS-Test abgeschlossen. Und jetzt zählt's. Eine Runde fahren hier, Akklimatisierung. Ja, zum Let's Play. Wir werden jetzt am Anfang natürlich die Trainings noch mitnehmen. Später dann werden wir natürlich dann nur noch die Qualifyings und die Rennen zeigen. Und immer wenn was Spannendes passiert ist im Training, dann werde ich dazu was sagen. Okay. Bisschen muss es auch ein bisschen schon versuchen, aufs Auto zu fühlen. Was man vielleicht eventuell am Setup ändern kann, weil es, wie gesagt, ein bisschen schwierig ist. Okay, hier kann ich, glaube ich, schneller durch. Oh.
Okay, das war krass. Upsala. Da nutzen wir jetzt auch mal gleich mal einen Flashback. Wie gesagt, jetzt im Training. Zu Beginn des Let's Plays müsst ihr mir sowas gönnen. Später natürlich nicht mehr. Aber warum habe ich hier das Auto verloren? Uah. Ja, das war jetzt scheiße. Aber jetzt lassen wir es mal so stehen. Ja, perfekt fühlt sich das Auto noch nicht an. Boah. Und Bremse hat mir jetzt gerade gar nicht gefallen. Zwei rote Checkpoints, das ist schon mal nicht gut. Ja, vielleicht müssen wir sogar noch mehr Flügel fahren. That's looking good. Now let's try for purple. You'll get a bonus for consistency if you can chain good corners together. Ein bisschen gerutscht hier. Jetzt haben wir ein bisschen zu früh gebremst. Okay. Okay, der Curb hebelt das Fahrzeug ein bisschen aus. Das muss richtig eng um die Ecke. Aber das sah schon mal auf jeden Fall deutlich besser aus. Okay. Oh, wir sind auch fett gefahren die ganze Zeit. Das ist natürlich nicht mein Ansinn. So. Ja, wir haben schon 1% überall abgenutzt. So, so eine Sauerei. So, wir springen jetzt aber zurück zur Box, zurück in die Garage. Und dann machen wir auf jeden Fall jetzt nochmal eine Trainingssession. Und ich würde sagen, wir machen mal das neue Air-System direkt, weil das andere kennen wir ja eigentlich schon. Wir haben jetzt direkt 100 Punkte gemacht, kann das sein? Weil da steht jetzt einmal, oder haben wir es einmal auf grün, einmal auf Ding geschafft? Oder was bedeutet die Zahl dahinter? Wir werden es noch rausfinden. Was wir aber am Setup direkt schon mal ändern, ist, ich muss da noch ein bisschen was ändern. Und zwar fahren wir dann doch mal ein bisschen mehr Radsturz, auch ein bisschen mehr Spur. Und wir fahren, das muss ich gerade mal gucken. Dabi hinten doch weicher machen. Und das vielleicht sogar so einstellen. Und höher, das war, oder hinten höher. Da würde ich eher weniger machen. Das lassen wir. Ja, eine Aerodynamik, ey. Ich bin echt überlegen, ob ich es nicht sogar eine 9er Aerodynamik fahren soll. 6,9. Ist ein bisschen viel, oder? Für Australien. Naja, egal. Wir machen es mal. Ich speichere das einfach mal ab. So. Ja. Zurück. Und dann machen wir das nächste. Und wir machen eben mal das Air-Management. Keine Ahnung, wie das geht. Ja, das steht jetzt. Da steht auch 2, seht ihr das? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Achso, ich glaube, man kriegt immer weniger. Beim ersten, was man macht, kriegt man 50. Beim zweiten 40, dann 30 und deswegen steht da eine 2. Schätze ich mal. Egal. Ja, also ich denke mal, wie gesagt, diese 1, die da steht, ist. Je mehr Programme man macht, je weniger Punkte gibt es. Das heißt, beim ersten Mal wird es zu 50. Oh, was ist da los? Okay, das sah gar nicht gut aus. Man muss sagen, der Day-One-Patch ist noch nicht da. Ja, das ist noch vor dem Day-One-Patch, deswegen kleine Bugs, bitte wechsel in die Wissen. Da gibt es noch ein paar mehr Sachen, die gefixt werden. Deswegen einfach nochmal abwarten.
Nee, also was ich damit sagen will, ich glaube, das ist halt wirklich so das erste Trainingsprogramm, was du machst, kannst du halt 50 Punkte erreichen, dann beim zweiten 40 und deswegen steht da auch eine Zahl. Und ich denke, wenn wir das jetzt abgeschlossen haben, wird beim nächsten wird überall eine 3 stehen und man kann nur 30 und so weiter. Das heißt, man muss auch gut überlegen, welches Programm mache ich, wo kriege ich auf jeden Fall, oder welches Programm schaffe ich auf jeden Fall auf Purple, ja. Das ist vielleicht die, dann so ein bisschen eine taktische Komponente auch noch. Aber jetzt warten wir mal. Ich weiß auch gar nicht, was man jetzt hier machen muss. Beim ersten System, wir werden es gleich rausfinden. Uah. Okay, ja, die Curbs sind schon echt sehr, sehr hoch hier in Australien. Die sollte man schon vermeiden. Aua, das klang nicht gut. Ja, und wir haben 3 DRS-Zonen ja jetzt, 2018. Muss ich mich ja auch erstmal dran gewöhnen. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt... Moment mal kurz. Shit, ich wollte den Tipp angucken. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich muss eine Rundenzeit erreichen. Ja, kann ich jetzt hier was umstellen? Ah ja, ich kann hier auch umstellen. Okay, pass mal auf, ich starte es mal kurz neu, weil ich war gerade kurz verwirrt. Weil ich jetzt nicht ganz wusste, was ich machen soll. Also man soll jetzt quasi rausfinden, wo man am besten sparen kann und wo man am besten... In this program we're looking at ERS management. Ja. Okay, dann machen wir jetzt hier mal volle Lotte. Okay, das ist ein bisschen viel hoch hier an der Stelle. Und dann gehen wir hier runter. Gehen wir jetzt hier auf niedrig. Ja gut, wenn wir jetzt alles auf niedrig fahren, dann reicht es ja auf jeden Fall, oder nicht? Ich fahre es auf niedrig und schaffe trotzdem die Rundenzeit. Ist das ein Deal oder kein Deal? Ich weiß es nicht. Ich habe so den Sinn noch nicht so ganz kapiert. Aber ich glaube, wenn ich auf niedrig fahre, werde ich auf den Geraden zu langsam sein, so wie es ausschaut. Und in den Kurven bin ich auch gerade nicht gerade schnell. Okay. Da wir sind generell ein bisschen zu lang. Ich glaube, ich habe echt zu viel Flügel eingestellt. Für Australien. Aber jetzt geht's gerade wieder. Okay. Das Programm muss man erstmal, glaube ich, ein bisschen verstehen. Uah. Uah. Okay, wir probieren es gleich nochmal. Oh, was mache ich denn hier? Ah, zu viele Knöpfe. Ich mache das auch gerade mal kurz hier damit. Oh, ist das eine Umstellerei die ganze Zeit dann? So quasi da, wo man ein bisschen segelt. Boah. Machen wir das jetzt mal so. Wenn du das jetzt während dem Rennen die ganze Zeit machen musst, dann bist du ja, dann wärst du ja gar nicht mehr glücklich, oder?
Die Rundenzeit ist halt noch zu langsam. Okay, jetzt nochmal Konzentration. Your pace is too slow. Make sure to adjust your ERS mode to find the balance between speed and energy management. Zu spät gebremst. Tut mir leid, dass es gerade so hagelig ausschaut auf der Strecke. Das liegt aber echt daran, dass ich gerade ein bisschen zu viel beschäftigt bin, das ERS richtig zu nutzen. Ja, hier muss ich auf hoch gehen. Hier wieder auf niedrig. Uiuiui. Ja, okay, so wäre das nix. Also gerade die letzten Kurven kriege ich halt auch gerade gar nicht hin. Okay, also man muss, glaube ich, auch ein bisschen Lift and Coast machen. Das bringt auch tatsächlich, glaube ich, richtig viel. Wir gehen mal ganz kurz zurück zur Box. Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, das Trainingsprogramm. So wird das auf jeden Fall nicht funktionieren. Aber das war ja, ich erinnere mich an 2017, als eben das Benzinmanagementprogramm kommt. Da muss man das nochmal machen. Oh, es ist gescheitert. Kann ich das nicht nochmal machen? Nee, ich denke, man kann es nochmal machen. Weil jetzt hier gescheitert steht. Ich hoffe, man kann es nochmal machen. Ansonsten wäre ein bisschen blöd. Ja, wie dem auch sei, ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Das soll es gewesen sein mit Training Nummer 1. Ich weiß es auch gar nicht. Training 2 bleibt auch trocken. 3 auch, also von dem her alles gut. Ja, das muss es gewesen sein. Wir steigen dann in Folge 2, die heute auch noch erscheint, direkt mit Training 2 ein. Und da werde ich dann, werden wir die ganzen Trainingsprogramme mal so richtig durchrattern. Und ich gucke jetzt nochmal, ich hoffe dann, dass wir dann in der nächsten Folge das auf jeden Fall hinbekommen. Aber ja, wie dem auch sei, wie gesagt, ich bin jetzt erstmal raus und dann sehen wir uns eben in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis gleich. Ciao! Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Nach viel harter Arbeit ist es heute Zeit für Ihr Debüt in der Formel 1. Sie sind sicher außer sich vor Freude. Ich bin begeistert. Ein Traum wird wahr. Also, wie kommen Sie mit Ihrem Team zurecht? Fügen Sie sich gut ein? Sie sind unglaublich engagiert und fleißig. Ich kann viel von Ihnen lernen. Was erwarten Sie von dieser Saison? Wollen Sie sich erst einmal in der Formel 1 zurechtfinden oder verfolgen Sie bereits ein anspruchsvolleres Ziel? Ich habe ein tolles Team hinter mir. Wir arbeiten alle zusammen daran, das Beste aus dem Wagen herauszuholen. Danke für den Kommentar.